Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 und dem Leben der Bella Grusel mit Familie Kurios. Und hier tanzt gerade unsere Bella, Bella Grusel, mit ihrer Tochter der Belinda. Ja, die vergnügen sich hier und das Müffelbuffet, das sollte ich mal verkaufen. Das sind schon voll die Fliegen. Ja, wir hatten ja jetzt auch nochmal eine Hochzeit gehabt und unser Egon hat die Tamara geheiratet und ja, die ist jetzt auch Familienmitglied und da dürfen wir nochmal gucken. Die will unbedingt die kriminelle Karriere angehen und wo bist du denn gerade? Du bist irgendwo oben, glaube ich. Ach nee, du kommst runter, dahin wahrscheinlich, oder? Wo ist denn dieser Sessel? Ach, der ist da. In Belindas Zimmer. Nein, komm mal runter und du kannst dann nochmal, warte, du, das Teil, das kann ich, oh nein, das Teil, das muss ich noch wirklich irgendwie wegkriegen. Okay, dann, Moment, wo haben wir denn, haben wir gar nichts mit unserem Kühlschrank, das sieht schlecht aus. Doch, haben wir doch, guck doch. Hä? Jetzt muss ich nochmal gucken, mehr? Ah, da auf der rechten Seite. Dann isst du auch noch mal was. Und das Teil, das ist ja jetzt wirklich blöd. Das kann ich immer noch nicht anklicken. Ach, ich wollte das eigentlich noch aufräumen. Das war dieser Teller, der die ganze Zeit hier draußen stand. Den habe ich jetzt mal mit dem Move-Object eigentlich, ja, wollte ich den entfernen. Das hat aber auch irgendwie nicht funktioniert. Und ich dachte, naja gut, vielleicht kann man es hier machen. Na gut, das mache ich dann nach der Folge. Das sollte dann hoffentlich dann funktionieren. Die beiden, die tanzen. Und so Friedbert, wo bist du? Ah, du guckst hier nach oben. Ja, bei ihm sieht es jetzt schon sehr knapp aus. Ne? Ich bin mal gespannt, ob der Sensemann auch ihn knobeln lässt oder eben nicht. Bin ich echt mal gespannt. Ich weiß es nicht. So hundertprozentig. So, du gehst auch nochmal ins Bad und dann auf die Toilette. Unser Lutz, der ist noch hier draußen. Schläfst du eigentlich im Zelt oder was machst du da? Keine Ahnung, ne? Nee, also Energie bleibt gleich. Nee, das geht sogar runter. Okay, dann Lutz, würde ich mal so sagen, du kommst mal kurz rein, gehst ins Bad und dann darfst du schon mal schlafen gehen. Wir haben immerhin 3 Uhr nachts hier. Hui, wir bekommen Zutritt zum von der Muse geküsst. Also unsere Bella, die geht mal auf Toilette. Belinda, Belinda, oh, du solltest vielleicht auch mal schlafen gehen. Genau, das müsste ja ihr Bett sein. Ja. Unser lieber Egon, da. Egon und Tamara, die essen hier gemeinsam sozusagen. Irgendwie hast du noch Hunger, Egon. Geh mal abspülen. Und dann guck noch mal, was im Kühlschrank ist. Da sind so komische Sachen drin. Dass wir die mal ausräumen vielleicht. Da war auch irgendwas Schwarzes drin. Ich weiß gar nicht, was das war. So, Friedbert kommt auch. Hallo, Nervus. Guten Morgen. Hier, dieses schwarze Zeugs. Ich habe keine Ahnung. Nimm die Schüssel mal raus, Friedbert. Versuch's mal zu essen. Ansonsten... du nimmst mal diese... da. Ich weiß nicht, ob das ein Müsli war oder war das Chili oder ist das die Oma-Suppe, die ein bisschen dunkel geworden ist? Keine Ahnung. Kurt, wo bist du eigentlich? Oh! Ach, Kurt macht immer noch hier draußen Blasen. Kurt. Genau, komm jetzt, komm mal rein und du darfst mal hier oben ins Bad und gehst dann in dein Bett. Und wer ist das schon wieder? Ritter Kühn, das ist doch schon wieder die gleiche, oder? Nee, nee, wobei, das ist eine andere. Die Gitarre ist ja so beliebt bei den Leuten, die hier bei uns zu uns kommen. Wenn sie eine Musik machen könnten. Nervus, was machst du? Ich möchte mich mal entspannen. Weißt du was, Nervus? Du kannst auch noch mal hier was essen. Und Tamara. Du gehst mal bitte an den Computer und guckst mal, ob wir einen Job für dich finden. Kriminelle Karriere. Na, super. Ein kriminelles Superhirn will sie werden. Sibla?
setzen sich natürlich alle nicht dahin, ne? Weil da dieses Dings hier Musik, nein. Dieses Sandwich da im Weg steht. Ach, und Nervus. Wenn du aufgegessen hast, dann würde ich gerne mal gucken, dein Aussehen zu ändern. Ich schau mal, ob wir eine andere Farbe für dich haben mit dieser Frisur. Geheimdienst, nein, genau was anderes suchen wir. Oh, ist Donald. Ja, Tamara hat heute frei. Gesetzeshüter, nein, das auch nicht. Okay, Tamara, du darfst erstmal was anderes machen. Aber wir haben eigentlich auch noch genug anderes mit dir vor. Nämlich, du darfst so einiges lernen und anfangen, lebenslange Zufriedenheit. So, Bella und Friedbert sind hier auf der Couch hier unten. Und ja, die haben Spaß, quatschen miteinander. Ich glaube, Bella ist jetzt auch total zufrieden irgendwie. Auch wenn sie jetzt leider kein Platin-Level mehr erreichen wird. Na, das ist einfach nicht mehr drin bei ihr. Oh, guck doch du nochmal, Geheimdienst, ob du da zumindest noch einen Job findest. Aber die Senioren kriegen ja irgendwelche anderen Jobs und ich weiß nicht, ob wir da so weit befördert werden. Ich vermute mal nein. So, Friedbert, mit dir sind wir doch, glaube ich, schon in Rente. Ach nein, noch nicht. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Du musst... Nee, das Geld von heute nehmen wir noch mit und dann... Ich schätze mal, da sehen sie mal mit ihr kommen. Ansonsten würde ich dich dann in Rente schicken. So, Musik für die Bella, no. Bildung, nein, auch nicht. So, und jetzt gucken wir erstmal zu Nervus. Ich meine, dass ich diese Frisur schon auch in, genau, Benutzer definiert gesehen hatte und mit verschiedenen Farben, genau. So, das kann er auch als Senior dann behalten. Welche Farben nehmen wir? Die hier? Oder mal eine andere? Oh Gott, der sieht so... Nervus, du siehst so voll irgendwie abgemagert aus. Und die Augen, echt total... Total traurig. Die sieht auch cool aus, die Farbe. Das würde jetzt zu deinem Shirt passen. Wir können ja auch mal gucken, ob wir noch irgendwas anderes zum Anziehen finden. Eigentlich gefällt mir dieses Regenbogen am meisten. Dann machen wir das einfach mal. Und du könntest vielleicht auch, guck mal, wir können mal ein paar Bartstoppeln dir geben, oder? Er ist ja bestimmt ein bisschen traurig und so. Wegen seinem verstorbenen Mann. Wie sieht er denn aus mit Bart? Furchtbar. Das macht sein Gesicht fast noch länger. Nee, das lassen wir weg. So. Und weil wir halt gerade dabei sind, geh mal noch ein Outfit zusammenstellen. Mal gucken. Meeresforschung für Bella. Nein. Egon. Ach genau, Unterhaltung. Nee, auch nicht. Genau. Egon, wollte ich gerade sagen, er soll sich mal mit dem Papa ein bisschen unterhalten. So, Moment, jetzt erstmal gucken, was für ein Outfit wir hier haben. Das würde ihm doch eigentlich ganz gut gestehen. Schauen wir mal, was wir noch haben. Weil das Kurze, das finde ich ein bisschen doof. Was haben wir denn eigentlich? Herbst? Na, dann können wir doch langsam auch die längere Variante nehmen. Ich gucke nur noch mal, welche Farbe eigentlich das Dunkle. Genau. So, oh. Dann zieh das mal an. Komm schon. Umziehen, Alltagskleidung. Auch für Bella kein neuer Job. Na gut. Hey, cool, Nervus, komm. Dreh dich mal um. Wow. Ja, das finde ich irgendwie cool. Schreibt schon wieder ins Tagebuch. Liebes Tagebuch. Heute habe ich meine Haarfarbe geändert und auch ein ganz neues Outfit. Denn ich möchte noch ein paar Frauen Rendezvous haben. So. Warte mal, Friedbert, kannst du kochen? Ja.
Du kochst uns vielleicht mal was. So, das kannst du dann abspülen und einmal Frühstück servieren. Hawaii-Toast zum Frühstück? Ich glaube, er hat das Grillkäse bestrieben. Oh, wir haben schon morgens. Heieiei. So, Lutz, der kann langsam mal aufstehen. Das ist dein letzter freier Tag. Und dann kriegst du noch einen Tag Urlaub. Und ja, wenn du magst, kannst du dann eigentlich in Rente gehen. Weil wir haben mittlerweile über 100.000 Simoleons. Ja, das ist ja schon Wahnsinn. So. Dann würde ich mal sagen, hier, da kannst du mal säubern, die Fische dann füttern, dann gehst du mal raus und hier draußen die Fische füttern und dann einsteigen, weil er hat das Naturhobby und da sind wir nahe dran, auch in die Zone zu kommen mit ihm. Egon tanzt. Egon war schon in der Zone, jetzt ist er allerdings schon wieder abgeflacht hier ein bisschen. Naja, gut. Er tanzt hier einfach ein bisschen. Was können wir denn mit dir noch so machen? Schau mal, wie ist dein Fitnesslevel? Ist super. Eieiei, mit dir können wir ja wirklich. Haben wir schon fast alles erreicht? Guck mal, lebenslange Platinlaufbahn erreicht, ne? Ein Techtelmechtel haben wir erreicht. Die Heirat. Ich glaube, er ist so momentan noch ganz glücklich. Dann gucke ich nochmal nach Kurt. Der schläft noch. Ja. Belinda, wie geht's dir mittlerweile? Ja, guten Morgen, Belinda. Genau, du kannst hier mal benutzen. Also guck mal, sie guckt sich hier aus, sie überprüfen hier. Oh, Nervus. Hallo, Nervus. Mit wem könntest du dich denn jetzt befreunden noch? Hey, mit dem Kurt? Mit dem Egon könnten wir, wobei ruf doch bitte erstmal den Ibrahim an, dass wir wieder befreundet sind mit ihm. Das fände ich noch cool. Und dann sollten wir. Das Telefon. Genau, geh mal ans Telefon, Nervus. Hi Nervus, kann ich Belinda sprechen? Das ist. Welche ist denn das? Ja, Britta sagt, du hast mir angeboten, über Nacht zu bleiben, aber jetzt gönnst du mir keine Minute Schlaf. Du hast die ganze Zeit Gitarre gespielt. Hallo? Ich habe nicht gesagt, dass du es tun sollst. So, Belinda geht ans Telefon und Nervus geht hier erstmal aufs Toilette. So, ich möchte jetzt wirklich so großes, ja, dass sie sich alle wieder ganz gut vertragen einfach. Und Nervus und Friedbert würde ich jetzt eigentlich sagen. Wo ist Friedbert? Friedbert isst noch was, aber wir könnten dann einfach so reden, nee, reden, reden und abhängen. So, Lutz, dann gucke ich mal Lutz. Mit wem? Mit dem Egon zum Beispiel, aber auch mit Kurt oder mit Bella. Ah, warte mal, Lutz, komm doch mal raus und bitten mitzumachen. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, auch du einfach mal reden und abhängen. Ihr beiden einfach mal abhängt. Tamara soll einfach weiter lernen. So, Nervus. Nervus. Ja, du wartest einfach noch auf ihn, ne? Ach was, du kannst hier mal die doch ganz guten Hawaii-Toasts hier. Und Friedbert hilft dir da hinten noch. So, und danach könnt ihr zwei abhängen. Und der Egon. Mit dem Egon. Wen habe ich denn jetzt noch übrig? Mit dem Lutz oder mit der Belinda? Weil. Was macht ihr denn da? Durch das Sofa durch. Ihr seht doch gar nichts. Ihr seht euch doch gar nicht. Das ist immer wieder lustig, ey. Kannst du dich da einklicken, klinken, reden, abhängen? Und Belinda? Genau, Belinda, du bist hier oben. Hausaufgaben hatten wir gemacht. Du machst auch wieder Tagebuch schreiben. Und dann würde ich, guck mal, reden, abhängen. Dann klinken sie sich alle hier ein. Bis auf Nervus und Friedbert, die habe ich jetzt irgendwie noch extra. Die wollen aber auch nicht so wirklich. So, Belinda setzt sich noch mit dazu, vielleicht. Genau. Lutz sitzt
irgendwie so ein bisschen so abseits, keine Ahnung. Aber ist das nicht cool? Ach komm, dann machen wir das doch auch so. Warte. Reden, abhängen. Ich habe es zwar eigentlich jetzt mit den beiden, wobei die. Naja, gut, ist egal. Dann macht ihr zwei das da hinten und die vier da vorne. Wer fehlt mir jetzt eigentlich noch? Ach Gott, der Kurt fehlt. Kurt, wie geht's dir? Ah, guck mal. Dann kommst du doch auch mal mit runter. Kurt, glaube ich, der verträgt sich momentan mit fast keinem irgendwie so ganz. Oh, wobei, doch, Nervus und Egon. Okay, weiß ich nicht. Kannst du dich bei denen vielleicht einfach mal einklinken? Reden, abhängen. Dann, dass du dich zumindest mit Friedbert noch ein bisschen mehr oder besser befreundest. Friedbert ist ja sein Papa, ne? Ich muss mal überlegen. Pascal und Friedbert haben Kinder. Pascal war Egon und Friedbert hatte Kurt auf die Welt gebracht. So, wo ist er denn jetzt? Das Leben ist schön und so weiter. Nö, der will irgendwie nicht. Keine Ahnung. Dann geh doch mal so zu Belinda. Vielleicht versuchen wir es mal nochmal hier. So, Tamara hat es geschafft. Yay. Du gehst da mal ganz kurz nochmal erstmal auf die Toilette. Dann holst du dir nochmal was aus dem Kühlschrank. Und du darfst dann direkt weiterlernen. Nämlich Physiologie, würde ich jetzt erst nochmal sagen. Nachdem du gegessen hast. Yay, guck mal, ganz, ganz, ganz großes Abhängen hier. Ja. Das ist doch echt cool, oder? Ein riesiges Abhängen hier. Okay. Aber ich hoffe auch einfach mal, dass die Freundschaft noch ja, viel, viel besser werden. So, guck mal, mit Nervus ist er jetzt schon echt ganz hier oben ganz gut. Ich weiß nicht, wie schnell das unten immer wächst, muss ich gestehen. Das kann ich jetzt so gar nicht mal sagen. Aber ihr hört mal auf und ihr lockt euch hier mal mit ein. Ich probiere es nochmal. Ah, das geht leider nicht mehr. Schade. Vielleicht gibt es da auch wirklich eine. Doch, da, abhängen. Eine gewisse Anzahl wollte ich jetzt sagen. Und Nervus, du versuchst es auch mal. Warte mal. Reden, abhängen. Hey, die zwei klinken sich hier nochmal mit ein. Oh, Friedbert weiß ich nicht. Oh, der wird sich kaum hinsetzen hier. Oder? Ich glaube, die finden keinen Platz mehr. Beide nicht, ja. Reden, abhängen. Nee, nicht wirklich. Platzmangel. Ja, oh. Platzmangel zum Reden und Abhängen und so. Naja, gut. Es war ein Versuch wert. Okay, wartet mal. Ich muss mal in mich gucken. Also, Friedbert mit seiner Tochter. Das fände ich jetzt echt noch cool. Wartet mal. So, genau, also mit Bella noch reden und abhängen und bei Belinda meine ich. Und Belinda würde ich auslocken. So, Belinda, steh mal auf. Dass du mit dem Papa dich noch ein bisschen besser. Dann nochmal, mach ich mal auf der anderen Seite. Ah, das geht gar nicht. Warum nicht? Weil sie keinen Bock hat. Ich will nicht mit meinem Papa abhängen. Komm, der Papa will aber. Jetzt kommt er dann nicht mehr raus, oder was? Das kann doch nicht sein. Okay, dann muss ich mal kurz hier abbrechen. Wie sieht's denn bei dir aus? Oh, du hast sowieso einen Mangel. Aber ganz gut, guck mal, Friedbert und mit der Belinda und jetzt auch Egon. Ich meine, hier unten noch nicht ganz. Lutz hat fehlt hier oben das Freundschaft, aber okay. Und auch Kurt hier. 100, ne? Zumindest haben wir jetzt die 100 hier. Doch super geschafft. Da würde ich jetzt wirklich sagen. So, du gehst einmal benutzen, dann holst du dir noch was aus dem Kühlschrank und danach gehst du einfach ins Bett. So, das mache ich jetzt erstmal, ohne dass ich die alle hier noch groß beeinflusse. So, du willst unbedingt doch mit deiner Tochter ein bisschen abhängen. Dann der Lutz. Mit dem Lutz sieht es doch ja, ganz gut aus. Das haben wir nicht so super hingekriegt, allerdings. Muss ich gestehen. Wie geht's dir, Lutz? Ein bisschen harndrangmäßig. Dann geh du erstmal harndrangmäßig auf die Toilette. Und jetzt gucke ich nach euch beiden.
Ihr beide für selber versteht euch ja sehr gut. Dann würde ich sagen, Egon, du klingst dich hier immer noch mal ein bisschen mit an oder rein. So. Und der Kurt, der Kurt darf das eigentlich auch noch mal hier mit rein. Oh nee, Kurt muss zur Arbeit, Entschuldigung. Oh nein. Ja, oh. erwischt das noch? Vermutlich nicht. Okay, dann würde ich sagen, zur Arbeit gehen. Ich darf sie zu Fuß mal. Ja, aber cool. Also, gefällt mir ganz gut alles. Bis auf, dass Friedbert wirklich mit 74 nun... Da weiß ich noch nicht so genau, inwiefern das gut geht. So, die drei. Das ist super. Lutz ist jetzt hier. Okay. Mit wem hättest du wirklich mit dem Egon noch? Und mit Bella. Okay. Ich meine, Tamara kennst du gar nicht, oder? Tamara steht jetzt total außen vor. Aber Tamara ist ja jetzt auch ganz, ganz neu dazugekommen. So, dann lock dich doch auch nochmal ein bisschen hier ein. Das finde ich echt cool, dass das so funktioniert. Ich finde zwar so ein bisschen, wenn zwei zusammen sind, dann scheint es besser zu gehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er zum Beispiel, also ich habe jetzt, glaube ich, das auf Friedbert geklickt, ob er sich jetzt auch mit Egon gut verträgt. Also ob er das auch abhängt mit Egon und so. Ich glaube, ich klicke mal so rum. Ich meine, mit Friedbert hat's auch, ist es auch super, aber dass da noch was geht. Genau, setze ich hin und jetzt, aber er guckt trotzdem den Friedbert an. Naja, egal. So, dann als Friedbert. Ja, Friedbert, ich lasse euch noch hier sitzen. Du auch. Die Bella müsste jetzt wahrscheinlich im Bett sein. Nervus, wo bist du eigentlich? Oh, was machst du? Ah, okay. Guck mal, das kannst du noch abspülen hier. Und wie sieht es denn mit den Freundschaften an und für sich? Könntest du eigentlich mit der Bella... Aber ich würde jetzt sagen, du darfst auch mal jemanden anrufen. Mit wem fangen wir denn hier an bei dir? Warum nicht diese hier? Britta Kühn, mit der hast du zwei Blitze. Und sie ist wohl in deinem Alter, würde ich fast sagen. Also das fände ich jetzt vielleicht sogar ganz cool, wenn du dich mit ihr ein bisschen befreundest. Der Egon, Egon geht es langsam ein bisschen schlechter. Okay. Tamara... Jenny Schmidt ist kein Freund mehr. Tamara, Moment, wo war sie denn jetzt, die Dame, die hier? Plaudern. Die wird langsam müde, aber ein bisschen geht noch, Tamara, oder? Und Belinda, so, wie geht's dir mit den allen? Mit der Mama hat sie sich wieder so weit befreundet. Lutz ist ja sowieso mit dem Egon. Nee, mit den anderen irgendwie alle nicht wirklich. Auf Kurt ist sie immer noch sauer. Denn Papa, da hat sie zumindest auch noch so die Minusse hier. Da war sie anscheinend noch nie so richtig befreundet. Also in der Gruppe abhängen, finde ich, ist nicht so effektiv, als wenn man es einzeln macht. Kann das sein? Deswegen löse ich es jetzt dann doch mal auf. So, warte mal. Die Zirze. Guck mal, die Zirze könntest du anrufen. Einfach nur mal freundschaftlich. Also nichts weiter. Auch wenn du noch ein bisschen verknallt bist. Ja, okay. Aber jetzt so kurz vor deinem Ableben, dass du sie nochmal ganz kurz kontaktierst. So, und der Egon. Der darf auch nochmal auf die Toilette gehen, glaube ich. Und dann noch auch nochmal was essen. Rest nehmen. Und Tamara, die... Warte mal, wo ist die Zirze? Zirze. Ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht. Sie ist nicht zu Hause. Okay. Schade. Ich habe da noch einen gesehen, wo du wütend bist auf den Typen. Immer noch anscheinend hier. Klausi Becker. Oh, schade, der ist auch nicht zu Hause. Das ist sehr schade.
Oh, ja, viel mehr haben wir nicht zum Anrufen, glaube ich. Naja, die müssen wir eigentlich nicht anrufen, den auch nicht. Ach komm. Dann lassen wir das mal. So, ich sage jetzt aber erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde, wenn es dann weitergeht. Dann wird vermutlich der Friedbert, ja, vielleicht vermutlich wird der Sensemann vorbeikommen und mal gucken, ob er das noch dann irgendwie hinkriegt. Ich sage jetzt ein Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen hoch hier, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Nighthawk. Ciao, ciao.